Ich kann auch Ihnen sagen, jeder Fette, der mal abgenommen hat, der hatte immer ein Erlebnis. Ein einziges Ding, wo man sagt, ah ja, scheiße, jetzt muss ich aber. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der hatte 170 Kilo auf der Waage. Also, glaubt er hat die Zahl nicht mehr gesehen. Aber das ist unangenehm, wenn du auf der Waage stehst und da steht da, einer muss runter. Das ist bitter. Ja. Und das ist jetzt kein Joke, der hat tatsächlich, der ist so Rennsport begeistert. Und dann darf er sich, eines Tages darf er sich tatsächlich in so ein Rennauto setzen und fahren. Und das Ding ist, er konnte nicht, weil er zu fett war, um sich anzuschnallen. Ich weiß, da hat noch nie jemand gelacht. Ich find's aber witzig. Stellt's euch nur einmal kurz vor, wie er da sitzt. So an Kind 5 vorbei. Mann. Weißt du, Mario rausgeholt, um's loszufetten, aber hat nicht geklappt. Dann hat der 85 Kilo abgenommen, weil er einfach dieses Rennauto fahren durfte. Und er hat seinen Traum gelebt. Wie geil ist das, oder? Kein Gag, einfach schön.